Schrecklich, finde ich. Es ist nicht so, wie ich bin, finde ich. Es ist nicht meine Ding, meine Art, wie ich dort, mich da beim Sitz und auch vor der Bewegung her. Ich habe mich zu fest bewegt, dunkt mir. So in Details habe ich jetzt dann so gesehen, dass du das Maul bewegst. Ja, nicht ganz offen, aber so einfach so halb so Maul auf, du weißt, so quasi wie man mit reden oder so. Hat dir das Augenzwinkern gestört? Ich habe zu viel. Ja, ja. Nicht nur Augenzwinkern, ich habe das Gefühl, ich habe zwei unregelmäßige Augenblick, also Blick im Kamera. Mir denkt, ein Auge ist so klein und das andere so groß. Hast du noch etwas mit der Sprache? Ja, Sprachfehler habe ich noch, ja. Ja, dann merkt man, das spürt man. Also, wie geht es denn hier mit dem? Das habe ich so an. Das habe ich seit Kindheit so. Sprachfehler ist nicht von dem. Nein. Aber mir versteht die gute Einst Hauptsache, oder? Ja. Nein, ich kann Teil mit Buchstaben. Kann ich, also kann ich nicht gut aussprechen. Das stimmt. Ich sage eben, jeder Mensch. Oder jede Person trägt einen Rucksack mit. Und auch die Gesunden haben einen Rucksack. Weil auch die Gesunden haben Sorgen und weiss ich nicht was. Und in der Zeit sage ich, es ist einfach ungewiss, wie gross das Rucksack ist. Oder? Von jeder Person ist der Rucksack eine andere Größe.
glaube, wenn ich jetzt die Person nicht davor kennen würde, kann es gewiss mit den Augen so suchende, fragende Person, die für mich viel Unsicherheit ausgestrahlt hat. Mhm. Ich habe zählt, wie viel das blinzelt hat. 34 Mal. Nicht böse gemeint, nichts. Ist einfach eine Feststellung. Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, würde ich sie jetzt nicht kennen, ist, ich finde die in deinen Gesichtszügen eine schöne Frau. Das möchte ich dir einmal sagen. Ja. Mir hat das beeindruckt. Ja. Ich habe gefunden, das ist nicht so irgendwie einfach so, sagen so irgendwie so verkrampft, so irgendwie so, ja, überkommen, so verkrampft über, so. Ich habe gedacht, wow, was für ein geiler Mann sitzt noch im Bildschirm. Nein, keine Ahnung. Ja, dass ich da halt ein paar Mal mit dem Maul gespielt habe, also mit der Zunge. Und so. Also, so wie ich Florian da gesehen habe, mit diesem strengen Gesichtsausdruck, ist er eigentlich nicht. Er ist eigentlich ein lustiger Typ. Und da, vielleicht kann er switchen zwischen einem normalen Kamerablick. Jetzt muss ich Hollywood. Also, ich habe den Eindruck, das hat der Florian sehr gut zum Ausdruck gebracht, aber einfach von der ernsten Seite. Ja? Mhm. Weil mit all dem, wo du dein Leben gestaltest und wie du gestaltest, da bist du wirklich ein geiler Sieg. Ich würde nicht sagen, dass mich jeder geil findet. Aber ich finde mich ein exzellent geiles hier. weil ja mit dem Rucksack, den ich habe, hinten drauf, mit dieser Krankheit, mit dieser seltenen Krankheit, ich kenn niemanden, der mit 33 Jahren noch so gut zu fähigen ist wie ich. Jedenfalls in der Schweiz gibt es das nicht. Und ein nach dem anderen stirbt dahin. Und ja.
Ja. Ich muss gerade schlecht worden. Seine Augen sind immer in Bewegung. Die ganze Zeit, wo er vorher geschaut hat. Immer. Ja, ich kann es nicht genau formulieren, aber es ist halt schon so, eben dass er halt seine Einschränkung hat, möchte er gleich jemand sein. Und tut sich dann so in die Schale werfen, aber nachher kommt er gleich so unsicher über. Also es ist so ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen beides. Ich habe das ganz anders eingeordnet, weil ich ja weiß, dass der Donato eine schwere Sehbeeinträchtigung hat und eigentlich immer am Suchen ist, um einen Fixpunkt zu ziehen, wo er was sieht. Und wenn man das nicht von vornherein weiß, dann kann das unsicher wirken. Aber ich sehe das immer als ein Fokussieren auf das, was ich noch sehe. Ja. Aber ich finde es schade, dass er für das den Anzug irgendwie noch braucht, dass er dann eben wie quasi, ich bin dann jemand, oder ich habe dann, oder ich weiß auch nicht, einfach, ich finde es sehr schön, dass er jetzt normale Hosen macht und ein normales T-Shirt. Da finde ich, das ist ein Donat, aber das andere finde ich so aufgemotzt, so ein bisschen, noch Motto, ich bin der King und einfach, ja, es passt irgendwie, die zwei Bilder passen wie nicht über einen meinen, also, ja. Du, Donato musst einfach. Anne mit Anzug. Ja, fertig. Punkt aus. Ich habe von den Eltern gelernt, dass man, wenn man an einen Anlass geht, dass man einen Anzug anlegt. Und da habe ich halt von Kind auf und ja, das ist für mich, ja, gehört auch zu mir.